Nach dem verheerenden Tornado in Tschechien gehen die Such- und Aufräumarbeiten heute weiter. Ministerpräsident Andrej Babiš besuchte die betroffene Region, versprach Opfern und Rettungskräften schnelle Hilfe. Mindestens 5 Menschen waren bei der Unwetterkatastrophe ums Leben gekommen und 200 wurden verletzt. Der Tornado hatte am Donnerstagabend 7 Dörfer in der Region Südmähren verwüstet. Der Wirbelsturm erreichte dabei laut deutschem Wetterdienst Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 400 Stundenkilometern. Und Steffen Schwarzkopf, der ist für uns jetzt in Tschechien. Und Steffen, wie ist denn die Nacht für die Menschen in dieser Katastrophenregion verlaufen? Es war mit Sicherheit keine einfache Nacht für viele. Ganz kurz zur Situation hier hinter mir. Gerade ist hier eine kleinere Einheit von Soldaten eingerückt, die jetzt hier auch wieder den Anwohnern direkt helfen, Schutt und Trümmer beiseite zu räumen. Ansonsten vielleicht kurz zur Lagebeschreibung. Wir sind hier in Ruschki, mitten im Zentrum dieses kleinen Ortes. 1500 Menschen, die hier leben. Die Polizei hat uns jetzt hier erstmalig in die Sperrzone reingelassen. Also den Bereich, den man gestern aus Sicherheitsgründen und weil auch Rettungs- und Bergungskräfte hier immer noch im Einsatz waren, komplett für Medien gesperrt hatte. Wir können uns die Hauptstraße hier einmal anschauen, was übrig geblieben ist von dem Zentrum hier. Wir sehen Autos, die da unter Trümmern begraben sind und wir sehen vor allem auch viele Anwohner, die jetzt hier weiter Trümmer aus den Häusern rausbringen. Wir haben hier gerade eine Familie getroffen, die hat die Nacht nicht hier verbracht, weil das Dach komplett zerstört ist, weil das Haus in Teilen zerstört ist. Die sind dann bei Freunden untergekommen die Nacht und so haben es, wie wir es einschätzen können, viele hier gemacht. Einige haben allerdings auch ausgeharrt, haben selbst nachts hier weitergearbeitet, um ihre Häuser irgendwie ein bisschen wieder zu sichern, weil es heute Nacht auch noch geregnet hat. Viele Häuser abgedeckt mit Planen. Ruschki, ich habe es gesagt, 1500 Einwohner. Und uns haben die Anwohner gesagt, sowas hat man natürlich noch nicht erlebt. Damit haben wir nicht gerechnet. Und wir wollen gemeinsam auf das blicken, was die Menschen hier empfunden haben und was sie jetzt momentan weiter beschäftigt. Die einen können es schlichtweg nicht fassen, was passiert ist. Die anderen nehmen die Situation an, wie sie ist. Weg mit dem Schutt, während die Trümmerberge wachsen. Aufräumen, Neuanfang, es ist ein langer Weg. Der Turm der Ortskirche fortgerissen. Wo waren unsere Schutzengel, fragen sich die Bewohner von Ruschki. Die Bäume, alles ist kaputt. Also das habe ich noch nicht gesehen, nicht gehört. Ich habe geglaubt, das ist nur in Amerika. Na, leider ist das bei uns auch. Tschechiens Ministerpräsident macht sich ein Bild von der Lage, erst aus der Luft, dann am Boden. Sein Auftrag, zuhören. Andrej Babiš wirkt angefasst angesichts der Zerstörung. Und die Momente der Angst lassen die Menschen noch längst nicht los. Es war wirklich schrecklich. Ich war mit meiner Familie zu Hause und wir haben vom Fenster gedrückt und wir haben die Dächer in der Luft gesehen. Wir waren sehr, sehr verzweifelt, weil wir nicht wissen, was mit unseren Verwandten ist, was mit den Freunden. Dabei ist das Zentrum, der Ortskern, noch halbwegs glimpflich davon gekommen. Ganz anders und viel schlimmer sieht die Situation einige hundert Meter hier die Straße runter aus. Dort geht es nicht um zerstörte Dächer, dort geht es um zerstörte Häuser. Die gute Nachricht des Tages allerdings, es gab keine weiteren Funde von Leichen. Das Aufräumen hat gerade erst begonnen, aber vielleicht wird das einfacher sein, als zu vergessen, zu verarbeiten, was Naturgewalten anrichten können. Der tschechische Innenminister hat ja gesagt, hier auch zum Ort Ruschki, es sieht aus wie im Krieg und man kann, wenn man hier die Häuser beispielsweise sich anschaut, das nachvollziehen. Die stellen hier an der Hauswand richtige Löcher teilweise reingeschlagen von Geschossen, von Ästen, von Steinen, von anderen Trümmerteilen, die durch die Luft gewirbelt wurden. Also auch hier kann man, glaube ich, sehen, mit welcher Wucht der Orkan durch den Ort geschossen ist. Die Anwohner hier die Straße runter, wir sehen das auch Feuerwehrkräfte, die dort im Einsatz sind. Es geht jetzt wirklich darum, die Trümmer nach und nach
abzutragen. Und wir können davon ausgehen, dass das hier nicht eine Sache vom Wochenende ist, sondern dass das mit Sicherheit eine Woche oder länger dauern wird, bis man hier auch mit schwerem Gerät es geschafft hat, die Straßen, die Bürgersteige wieder frei zu bekommen. Und dann erst ist der nächste Schritt tatsächlich der Wiederaufbau von diesem Ort und von 6 weiteren Orten, die auch betroffen sind und waren. Steffen, danke dir für diese eindrücklichen Schilderungen nach Tschechien.